Ich schmeiße die Unruhestifter raus. Das solltest du im Kopf behalten. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ja? Warte, ich will dieses Lied anhören. Warte, bis das Lied vorbei ist. Kumpel, ich brauch mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit mir reden willst. Entschuldigung? Lass dich nicht unterkriegen, Mann. Mein Klient war sehr zufrieden, wie du das Rattenproblem beseitigt hast. Wenn du was haben willst, dann lass mal hören. Kennst du Imogen Cabot? Den Namen kenne ich. Ist sie nicht ein wenig verrückt? Hab sie länger nicht mehr gesehen. Sprich mit Magnolia. Sie hat viele Freunde. Vielleicht weiß sie mehr über das vermisste Vögelchen. Magnolia! Dieser Junge will mit dir reden! Kann ich was für dich tun, Schätzchen? Welche Sache? Du weißt schon, die Sache. Kennst du Imogen Cabot? Imogen? Oh, klar, natürlich kenne ich sie. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Sie wird vermisst und ihre Familie macht sich Sorgen. Wie gut, dass einer nach ihr sucht. Sie ist jemand, auf den man aufpassen muss. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den allglatten Typen, die immer von einem besseren Leben reden. Die meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Imogen fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend. Intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Ham, kannst du bitte mal kurz kommen? Gibt es ein Problem, Miss Magnolia? Oh nein. Der feine Gentleman hier sucht nur nach Imogen. Weißt du zufällig, wo dieser Prediger herkam? Bruder Thomas? Ja, genau. Der, an dem Imogen immer dranhing. Ich musste ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Und dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben. Falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Imogen geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist. Netter Pitboy, Bruder. Pass gut auf den auf. Die Treppe runter. Geh den anderen Gästen nicht auf die Nerven. Vielleicht sollten wir das Licht dimmen. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Hier entlang, bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Da draußen... Ich suche nach Imogen Cabot. Das war wohl der Letzte. Hallo. Ich habe nicht vergessen, dass du erfahren wolltest, um was es bei uns geht. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Ich suche nach Imogen Cabot. Tut mir leid, aber Imogen ist gerade indisponiert.
Sie empfängt keine Besucher. Ihre Familie macht sich Sorgen. Sag ihnen, dass es ihr gut geht. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Ich bin ein Freund der Familie. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Ein paar Worte mit der Dame. Dann sind wir wieder weg. Ich sagte, sie empfängt niemanden. Auch dich nicht. Den letzten Typen mit dieser Masche habe ich umgebracht, falls dich das interessiert. Glaubst du wirklich, dass das die beste Vorgehensweise ist? Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Er ist eine Gefahr für die Gemeinde. Du bist sicher, Imogene. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. Bist du Jacks Schwester? Ich hatte mit jemand Jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist, ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Jack hat ein Serum, das Altern umkehrt? Eigentlich hält es das Altern eher auf. Mit 32 habe ich angefangen, es zu nehmen. Also sehe ich so aus. Du wirst nach meiner Behandlung schon sehen. Ich war eine der Schönheiten der Bostoner Gesellschaft, als es noch eine gab. Aber es ist nur eine Ampulle vom Serum übrig. Die Raider haben sich den Rest geholt. Ich muss schnell nach Hause, bevor Mutter Jack davon überzeugt, dass sie alles braucht. Lächerlich, dass er in seinem Alter so ein Muttersöhnchen ist. Ich bin von Thomas so enttäuscht. Zuerst war er echt interessant. Aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Verschwinden wir von hier. Oh, und ich komme nicht mit. Du kannst meiner Mutter sagen, dass ich bald nachkomme. Aber zuerst brauche ich einen Drink. Lassen hier nur sehr ungern dreckige Fußstapfen. Der Empfang wird besser. Das hier ist eher Edward, ein Museum als ein Wechsel Zuhause. Wechsel zur Einseitenbandmodulation. Kannst du mich hören? Jetzt oh mein nicht. Gott. Edward, jetzt passiert wechsle es. Zum Hartley-Modulator. Hast du verstanden? Ist das besser? Es funktioniert. Edward. Was ist da los? Wir werden angegriffen. Sie sind im Gebäude. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich habe noch nie Raider gesehen, die... Um Himmels Willen, Sammy, die Tür! Das... Entschuldigung, hier ist gerade einiges los. Hör zu! Wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber.
Hallo? Edward? Bitte melden! Edward! Na, die Verbindung ist weg. Ganz weg. Was ist los, Jack? Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Ich sagte doch, ich regle das. Ich überlege. Was ist los? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie werden von Raidern angegriffen. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Ich habe Imogen gefunden. Es geht dir gut. Oh, ja. Gut. Gott sei Dank. Wenigstens ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest deine Bezahlung haben. Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Jetzt müssen wir uns aber auf den aktuellen Notfall konzentrieren. Wie kannst du bei der Sicherheit deiner Schwester so herzlos sein? Ich frag mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Was genau bewirkt das Serum? Du solltest mehr erfahren. Der Hauptvorteil des Serums ist, das Altern aufzuhalten. Meine Familie und ich sind über 400 Jahre alt. Aber es hat auch andere Nebenwirkungen. Besonders unverdünnt, so wie es die Raider gestohlen haben. Es erhöht die Stärke und Widerstandskraft gegen körperlichen Schaden. Dann sind zumindest einige der Raider viel gefährlicher als diejenigen, mit denen ihr es sonst zu tun habt. Wenn du 400 Jahre alt bist, dann bist du ja vor dem großen Krieg geboren. Ja, ich denke du auch. So, in der Mitte des 21. Jahrhunderts? Stimmt. Ich war selbst bis vor kurzem im Kryoschlaf. Interessant. Darüber müssen wir später sprechen. Die Zeit drängt. Gibt es sonst noch was, bevor wir aufbrechen? Woher habt ihr das Serum? Mein Vater, Lorenzo Cabot, ist in Parsons eingesperrt. Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein Artefakt bei einer archäologischen Ausgrabung in Arabien gefunden hatte. Er verfügte über verschiedene scheinbar paranormale Kräfte. Wurde aber auch irrational und gewalttätig. Am Ende musste ich ihn einsperren. Zu seiner eigenen und zu unserer Sicherheit. Jack, bist du sicher, dass er das alles erfahren sollte? Bei meinem Versuch, ihn zu heilen, habe ich entdeckt, dass das Artefakt Anomalien in seinem Blut hinterlassen hatte. Die Quelle seines Wahnsinns ist auch die Grundlage für die Behandlung, die unser Leben verlängert hat. Die Ironie des Schicksals. Aber wenn er aus Parsons flieht, würde ich meinen Vater für immer verlieren. Das lasse ich nicht zu. Ganz zu schweigen davon, dass er durch das Artefakt paranoid und sehr gefährlich ist und über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Welche Fähigkeiten hat er denn? Größere Stärke, außergewöhnliche Widerstandskraft gegen fast alle körperlichen Schäden. Oh, und eine Art lokale Telekinese, die vom Artefakt scheinbar selbst projiziert wird. Deshalb habe ich ein Dämpfungsfeld in seine Zelle eingebaut. Wir müssen die Eindringlinge aufhalten, bevor sie es ausschalten. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Okay. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Jack, sei vorsichtig und... Tu ihm möglichst nicht weh. Ich liebe Vater genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ausbricht. Lass es nicht dazu kommen. Bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Imogen endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Gerade brauche ich nichts. Vielen Dank. Guten Tag, Mrs. Cabot. Oh, was willst du? Gerade brauche ich nichts. Vielen Dank. Bereit? Gehen wir. Eines steht fest. Wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass Lorenzo aus Parsons befreit wird. Ich würde meinen Vater für immer verlieren. Das darf nicht passieren, nachdem ich so lange versucht habe, ihn zu heilen.